willkommen zu meinem neuen Video. Für dieses Video habe ich mir überlegt, dass es einfach mal wieder so ein Labervideo gibt. Also einfach so ein bisschen Live-Update, was geht so gerade bei mir ab, wie geht es mir gerade, damit ihr das einfach auch mal wieder wisst. Und ich würde mal sagen, wir starten erstmal damit, dass ich ja jetzt quasi nicht mehr arbeite, also beziehungsweise jetzt erstmal Urlaub habe. Und ich habe es jetzt so gut hinbekommen, dass ich quasi 6,5 Wochen am Stück nochmal richtig fetten Urlaub habe. Und ich glaube, das tut mir ganz persönlich gut. Ich komme endlich dazu, auch ein paar Dinge zu erledigen, die ich so die ganze Zeit so vor mir her schiebe. Mal zum Zahnarzt gehen, ich müsste mal wieder zum Hautarzt, dann hier auch zu Hause so ein bisschen aufräumen, ausmisten. Und das werde ich jetzt auch machen. Und natürlich gehen wir auch in den Urlaub. Wenn ihr das Video seht, sind wir gerade im Urlaub. Und ja, für uns geht es wieder nach Österreich, diesmal aber 2 Wochen. Pfingsten waren wir ja nur 1 Woche. Wir gehen auch wieder in dasselbe Hotel. Wir gehen wieder nach Kärnten, weil es einfach so mega schön da war. Uns es einfach so gut gefallen hat. Vor allem waren wir auch total begeistert vom Hotel. Es ist einfach ein Familienhotel. Es ist alles so schön da. Die sind alle mega nett. Wir haben Halbpension, richtig leckeres Abendessen mit einem 5-Gänge-Menü, Frühstück am Buffet. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Man kann mega viel erleben. Wir haben auch ganz viele Sachen noch gar nicht gesehen. Ich habe ja gesagt letztes Mal bei meinem Video, dass ein paar Bergbahnen noch zu waren. Und all das werden wir jetzt einfach nachholen und nochmal machen und uns richtig schön Zeit lassen. Wir können auch mal an See liegen. Bei 2 Wochen hat man natürlich nicht diesen Zeitraum, oh, man muss das und das gesehen haben, sondern wir können uns wirklich entspannen und zurücklehnen, und das tut uns auch gut. Und vor allem jetzt ohne Lernzeug, weil wo wir in Pfingsten waren, hatte ich ja meine ganzen Bücher dabei für meine letzte Prüfung, und jetzt einfach komplett ohne was und Kopf aus endlich mal. Und ich glaube, das tut mir und auch meinem Freund und uns beiden einfach mega, mega gut. Ja, und da geht es für uns 2 Wochen nach Österreich. Davor gehen wir noch 2 Tage nach München. Es hat sich einfach so ein bisschen angeboten, und wir haben es dann auch nicht mehr so lange nach Österreich. Und ja, also es läuft richtig, richtig gut, und ich freue mich so unfassbar auf den Urlaub. Ja, und ich muss sagen, mir geht es auch persönlich richtig gut, nachdem jetzt alles weg ist. Mein Körper muss es ein bisschen erstmal so ein bisschen verarbeiten, nach all dem Stress und alles, was jetzt war, und auf einmal nichts mehr. Und ja, aber jetzt geht es mir wieder gut. Und ich kann wieder durchstarten, und es ist einfach Wahnsinn, nach Hause zu kommen und nichts machen zu müssen. Es ist einfach ein mega, mega, mega schönes Gefühl. Ja, und mein letzter Arbeitstag war auch schon, und es war auch sehr schön. Es gab dann noch einen Abschied mit den Kindern zusammen. Ist ja auch immer blöd, sowohl für mich als auch für die Kinder, wenn du dann ein Jahr kontinuierlich da warst und auf einmal gar nicht mehr kommst. Und es tut mir auch immer so arg weh. Bis jetzt war es immer nur ein Tag, da war es nicht ganz so schlimm. Beziehungsweise hat mir schon weh getan, und jetzt einfach gar nicht mehr. Man lernt ja auch die Kinder besser kennen, und dann freut man sich aber umso mehr, wenn man dann mal wieder so ein Kind sieht und ja, sieht, wie das gereift ist. Genau. Ja, ansonsten versuche ich einfach ganz viel zu erledigen. Wie gesagt, ich lasse mir jetzt auch viel mehr Zeit für Dinge. Bis jetzt habe ich alles immer so im Stress gemacht, was mir einfach nicht gut getan hat. Jetzt atme ich einfach durch und mache genau dann das, wenn ich auch Lust dazu habe. Auch wenn ich in der prallen Sonne da draußen den Garten gemäht habe und es einfach mega heiß war. Aber ich hatte einfach Lust dazu und habe es einfach gemacht. Und es tut einfach gut, wenn man auch sich mal überlegt, möchte ich das jetzt machen. Wenn man wirklich was nicht machen möchte, das auch lässt. Und ich muss sagen, ich bin ja sowieso eine, wo ständig Dinge macht. Also ich muss immer Sachen machen, sonst wird es mir langweilig, und mir wird es richtig schnell langweilig. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, da nichts zu machen, und irgendwas fällt mir immer ein. Ob Hasen putzen, irgendwas aufräumen, Wäsche waschen, irgendwas habe ich einfach immer zu tun. Ja, also es gibt immer was zu tun, ist einfach so. Ja, und ich freue mich natürlich auch auf den September. Da geht es ja dann für mich los. Mitte September fange ich dann an, richtig zu arbeiten mit vollem Gehalt. Oh, ich kann es kaum abwarten. Endlich volles Gehalt. Ja, es ist halt schon... Ja, okay. Also das AJ war ja jetzt schon mega, dass ich da das Geld bekommen habe. Aber dann jetzt noch mehr Geld zu bekommen, ist natürlich super. Kann man sich natürlich auch immer wieder Wünsche erfüllen, was auch gut tut. Und verreisen. Und wir lieben es ja sowieso zu reisen. Ja, und Anfang September gehen wir auch nochmal nach Österreich. Aber dann nehme ich auf jeden Fall wieder die Kamera mit. Da möchte ich noch gar nicht viel dazu sagen, weil ich mich einfach so unfassbar darauf freue. Aber dann geht es nochmal nach Österreich. Für uns nicht ganz so lange, nur ein paar Tage. Aber trotzdem wird es einfach mega. Und da wird die Kamera auch dabei sein. Wie auch natürlich jetzt im Urlaub die Kamera dabei sein wird. Ja, also im Fazit, mir geht es mega gut.
aktuell liegen vor mir 6,5 Wochen Urlaub. Wenn ihr das seht, ist schon ein bisschen was davon weg, weil wir aktuell im Urlaub sind dann. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade einfach nur noch glücklich. Ich genieße die Zeit und ja, freue mich jetzt auf alles, was noch kommen wird, auf meinen neuen Kindergarten, auf mein volles Gehalt, auf alles, was auch so noch nebenher läuft. Ja, wird gut. Und ja, das war's auf jeden Fall. Jetzt habe ich euch mal wieder so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, wie es mir geht, was ich mache und so weiter. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, sage ich tschüss.